Jo, was geht ab und willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Wir reagieren jetzt auf das aktuelle Video von Saschka, die Ochsenknechts, eine schrecklich öffentliche Familie. Rein geht's. Es ist Sonntag, 18 Uhr und ich darf euch ganz herzlich... Chat, wir haben Mittwoch, 3:15. Herzlich begrüßen zu einem neuen Video mit eurem farbenfrohen Girl. Ah, guck mal, Trixi schenkt einmonatiges Abo für Gletscher Dark. Dankeschön für deinen Sub und sehr, sehr feinfühlig, dass du genau ihr bzw. ihm Sub geschenkt hast. Danke dafür. And you better subscribe to my channel. Vielleicht kennt ihr alle den hier, Jimmy Blue Ochsenknecht. Safe. Schauspieler, Musiker, Model, Reality-Star. Man könnte meinen, ich rede von den zwei hinter mir. Die meisten von euch werden ihn vermutlich kennen aus den Filmen Die wilden Kerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kenne mich leider nicht so gut damit aus, denn als die ersten Teile erschienen sind und damit diese... Airchat, habt ihr wilde Kerle geguckt? Ich sag euch ganz ehrlich, mir wurde das mehrfach, naja, empfohlen, mal zu schauen. Das war nie ein Video, wofür ich mich interessiert habe. Ich habe das wirklich nie geguckt. Ich kenne Jimmy Blue Ochsenknecht aber, weil er damals einen Song hatte, lustigerweise. Fragt mich nicht mehr, wie der heißt, aber er hatte einen Song. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Und den habe ich damals als kleines... Kind, als kleiner Kevin gehört. Ja, so habe ich ihn kennengelernt, ja. Hype-Phase losging, habe ich fröhlich in der Ukraine Nupa Gadi geguckt. Deswegen habe ich nicht den Bezug zu Jimmy Blue Ochsenknecht, aber dieser ist in letzter Zeit sehr, sehr auffällig geworden und machte einige Schlagzeilen. Nein, nicht, weil er die Mutter seines Kindes auf Instagram blockiert haben soll. Nein, auch nicht, weil er die Verlobung mit seiner Freundin auf der Hochzeitsfeier seiner Schwester bekannt gegeben hat. Und nein, auch... Was? Moment, Chat. Moment, der hat was getan? Nochmal. Verlobung mit seiner Freundin auf der Hochzeitsfeier seiner Schwester bekannt. Moment, der hat die Verlobung mit seiner Freundin auf der Hochzeit seiner Schwester... Wie bodenlos das denn? Das ist ja respektlos. Alter, bei einer Hochzeit, wer steht da im Mittelpunkt, Chat? Das Brautpaar, logischerweise. Und da kannst du doch nicht die Verlobung... Ach, das ist aber... Naja, feinfühlig, wie sie nun mal sind. ...bekannt gegeben Gott, hat. Ja. Und nein, auch nicht, weil er mit seiner Oma in einer Reaction diskutiert. Egal aus welchem Grund, wie auch immer, dann lasse ich ihm die Zeit. Ich kann es doch gar nicht ändern. Ich kann doch überhaupt nicht provozieren. Schlagzeilen macht er unter anderem... LOL! Also wenn meine Reactions irgendwann so aussehen, dann bitte Chat, dann erwarte ich von euch, dass ihr mir das reinschreibt. Das war ja richtig schlecht. Mit Aussagen wie dieser. Ich... sehe mich, und das bin ich auch, unfreiwilliger Erzeuger. Warum das Ganze aber so widersprüchlich ist. Wir haben das auf jeden Fall auch geplant und freuen uns natürlich tierisch. Warum ihr wissen müsst, wer wem folgt und wer nicht. Und wieso seine Familie und Ex recht haben, aber das die Situation nicht besser macht. Das alles seht ihr heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl Saschka. Für diejenigen unter euch, die zu alt dafür sind, kläre ich euch kurz, wer Jimmy Blue Ochsenknecht ist, denn allein sein Name ist eine Geschichte wert. Laut Wikipedia und eigenen Angaben wurde ihm der zweite Name Blue gegeben, weil... Ach, Alpha Kevin hat auch schon geschaut. Ja, Grüße. Also wenn ihr das nächste Mal bei Alpha Kevin seid, gerne auch mal Grüße vom Pfleger Kevin da lassen. Weil er bei der Geburt blau angelaufen ist, aufgrund einer um den Hals liegenden... Robin, danke für die 50 Bits. Danke dir, Grüße. ...liegende Nabelschnur. So, sorry, Chat. Also er wird Blue genannt oder Blue hat er als Zweitnamen bekommen, weil er irgendwie auf der Nabelschnur lag? Aber Blue gegeben, weil er bei der Geburt blau angelaufen ist, aufgrund einer um den Hals liegenden Nabelschnur. So, jetzt müsste man eigentlich mal überlegen, wie hätte ich denn mit Zweitnamen heißen können? Was ist denn bei meiner Geburt passiert? Kevin... weiß ich nicht, Dötschgesicht oder so? Ja, also jeder, der, also ihr kommt ja auch nicht so modelhaft aus der Mutter raus, sondern das sieht auch immer relativ brutal aus. Ich war im Rahmen meiner Ausbildung oft genug bei einer Geburt dabei. Da ja, würden mir schon ein paar Zweitnamen für einfallen auf jeden Fall. Schreihals. Ja, aber nur, wenn es gut läuft. Ich habe auch schon Geburten gesehen, wo das Kind nicht geschrien hat. Ist dann aus verschiedensten medizinischen Gründen auch eher schlecht. Stellt euch mal vor, eure Mutter nennt euch Julia Kaiserschnitt oder Peter... Ja, Kaiser, genau. Ah, geil. Jetzt wissen wir, warum Kaiser Kaiser heißt. Der heißt wahrscheinlich... Na, ich weiß ja, wie er heißt, aber mit Zweitnamen dann Kaiser, weil er
mit einem Kaiserschnitt zur Welt kam. Ja, ja, nice. Das ist eine gute Idee eigentlich. Wasserkopf. Aber egal. Promis sind eben anders. Und seine Eltern sind Promis. Uwe Ochsenknecht, deutscher Schauspieler. Und Natascha Ochsenknecht, pinke Lippenstifttesterin. Nein, also laut Google steht, dass sie Model ist. Ich finde sie eigentlich auch irgendwie recht lustig, muss ich sagen. Also die hat so ein... Die hat Feuer. Auf jeden Fall ist sie mittlerweile sogar sowas wie die deutsche Kris Kardashian. Denn sie und ihre Familie haben eine Reality-Show, die sich eben um ihr Leben und um die Familiendramen handelt. Und angefangen hat die Karriere von Jimmy Blue Ochsenknecht bei den Wilden Kerlen. Das ist ein Film für Jugendliche über Kids, die Fußball spielen. Also es passiert ja noch offensichtlich viel mehr. Also es gibt Chat, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht geguckt habe. Das wäre eigentlich so ein Film gewesen, der hätte zu meiner Jugend gepasst, eigentlich. I don't know, ich habe es nie gesehen. Es gibt ja 6 Teile, da muss ja irgendwas anderes passieren. Aber ich will jetzt hier niemanden triggern mit meiner Zusammenfassung, deswegen belasse ich das jetzt dabei, okay? Also, er war von Kind an im Fernsehen und damit auch ziemlich erfolgreich. Er hat danach auch mehrere Songs rausgebracht, auch Alben. Ja, und das meine ich. Und daher kenne ich ihn. Boah, wie ging der Song nochmal? Ich habe die, also Hey Jimmy hieß es genau. Boah, wie ging der Song nochmal? Da müssen wir gleich kurz reinhören. Er hat danach auch mehrere Songs rausgebracht, auch Alben, und eins davon hat auch eine goldene Schallplatte bekommen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt eines Bangers. Danach geht. Ey Chat, da könnt ihr mich jetzt verurteilen, wie ihr wollt. Ich habe es früher geliebt. Nagelt mich jetzt fest, ist mir egal, ich habe das früher geliebt. Bitte, einer muss von euch eins in den Chat schreiben, wenn ihr das fühlt. Bitte, wir hören jetzt nochmal rein. Und ich sage euch, ich habe es gefeiert. Zum Ausschnitt eines Bangers. Doch, safe. Safe. Oh mein Gott, kennt ihr das, wenn ihr alte Musik hört und ihr fühlt euch irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre zurückversetzt? Das kommt sogar hin bei mir. Alter. Einen -3/10. Ja, jetzt als Erwachsener feiere ich das auch nicht mehr. Aber damals, als ich, keine Ahnung, 13 war oder was, ich habe keine Ahnung, wann der Song rauskam, aber ich habe das übel gefeiert. Danach ging es weiter mit Songs wie Hey Jimmy. Ja, Mann. Und Musik macht er übrigens bis heute noch weiter. Der nächste Song kommt, ob ihr wollt oder nicht. Unter anderem hat Jimmy aber seit neuestem ein anderes Gebiet für sich entdeckt. Und zwar Reactions. Also es war eine. Und zwar war es eine Reaction auf die neueste Folge, beziehungsweise die erste Folge der Staffel 3 von Die Ochsenknecht. Was sagen wir zum Streaming-Hintergrund von Jimmy Blue Ochsenknecht? Ausbaufähig, oder? Nichts, was jetzt neu rausgekommen ist. Keine Werbung. Sollte es aber sein. Bei der dritten Staffel ist Jimmy Blue offiziell nicht mehr dabei. Und weil eben ein wichtiger Teil der Familie weg ist, ist es notwendig zu erklären, warum denn dieser Bruch kam und warum er nicht mehr in der Sendung zu sehen ist. Und deswegen wird sein Ausstieg auch als Aufhänger genutzt, um zu erklären, was es denn für Differenzen innerhalb der Familie gibt. Beispielsweise wurde erzählt, dass er sich von der Familie entfernt hat, dass er mit seinem Kind nicht so viel zu tun hat und dass er wie fremdgesteuert wirkt. Und seine Mutter hat den Eindruck, dass ihm das seine aktuelle Partnerin eingeredet hat. Ich hatte das Gefühl, einer hat ihm das Ganze diktiert, so kam mir das vor. Würde mal sagen, das wäre vielleicht seine Freundin gewesen. All diese Vorwürfe, die übrigens nicht... Oh, das war schon... Aber die Freundin, womit er sich verlobt hat? Ja, das ist schon ein harter Front, wenn der vor allen Dingen auch vor der Mutter kommt, ne? Aber ich frage euch jetzt mal eins. Die werden dafür wahrscheinlich viel Kohle bekommen haben von Sky, dass die da ihre Familienstory abdrehen. Aber würdet ihr für eine gewisse Summe euer komplettes Leben öffentlich machen, Chat? Also ehrlich jetzt, seid mal ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Also du hast ja nie wieder Privatsphäre. Die wissen ja alles von dir. Man weiß ja von mir auch schon genug, aber wenn man wirklich so intimste Details... Nein, nein, nein. Wäre mir zu blöd. Nein, okay. Für eine Million, Chat? Sagen wir 1 Million. Jetzt dürft ihr nochmal abstimmen. 1 Million. Nichts Neues sind, passen ihm nicht und er wollte gerne Stellung dazu beziehen, weil es angeblich viel unwahr. Auch nicht für 2, nein, nein, nein. Okay, ja. Ja, ist so eine Sache, ne? Ich glaube auch nicht. Aber wenn da einer kommt, der eine 2 Millionen bietet oder was... Ja, aber ist schon bodenlos. Und dann vor allen Dingen, man kann ja ein bisschen was aus seinem Privatleben erzählen, aber dann frontet man doch nicht die Freundin seines Sohnes. So, what the fuck, ey. Wahrheiten gibt. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Also, Fazit, es wurden sehr viele Unwahrheiten verbreitet. Jedenfalls ging es in der ersten Folge um ihn, beziehungsweise war er auch der Aufhänger. Unter anderem, dass er seiner Schwester zu der Geburt des Kindes nicht gratuliert oder zu spät gratuliert haben soll. Darauf folgen sehr... Chat, ganz kurz. Danke für die ganzen neuen Follower. Wir sind jetzt bei 2100. Nächster 100er ist erreicht. Also Kuss geht raus. Dankeschön. Und Peck, Dulu, moin moin, was geht bei dir?
scharfe WhatsApp-Verläufe. Es geht auch um seine Freundin bzw. Verlobte, dass sie ihm, so zumindest Nataschas Aussage, Dinge einreden würde. Auch das sieht er nicht so. Beweis dafür, er ist allein auf dem Hotelzimmer. Ich bin jetzt hier gerade allein übrigens. Ist keiner, der mir irgendwas vorsagt oder diktiert. Völliger Schwachsinn. Natascha, was sagst du jetzt? Hä? Bin allein. Niemand redet mir zu. Du bist auf laut, alles gut. Und dann geht es um seine Tochter, beziehungsweise... Du hast 100 gesagt. Robin, danke für die 100 Bits. Kuss, Kuss. Danke dir. Sehr, sehr lieb von dir. Und, oha. Shay zum Bleistift mit einem Sub dabei. Damit sind wir bei 770 von... Alter, 750 war das Ziel. Wir haben 707. 750 ist das Ziel, 707 haben wir. So, jetzt habe ich's. Den fehlenden Dankeschön. Kontakt zu seiner Tochter. Und hier muss ich nochmal kurz ausholen, dann ist es von Vorteil zu wissen, wer die Mama ist und was die Vergangenheit dahinter ist. Die Mama ist Jelis Kotsch. Nach circa einem Jahr Beziehung kam das Kind namens Snow. Vielleicht kam sie im Schnee zur Welt. Wir wissen es nicht. Es war laut Jelis Kotsch ein Wunschkind der beiden. Und die beiden posteten auch diverse Bilder zusammen mit dem Kind. Teilweise zensiert, teilweise findet man das Kind aber auch unzensiert auf dem Profil von Jelis. Laut Berichten soll Jimmy Blue auch gesagt haben, dass es ein Wunschkind seinerseits war. Also es ist ja ein Wunschkind, wir haben das auf jeden Fall auch geplant. Und freuen uns natürlich tierisch. Bis vor ein paar Monaten haben wir halt auch gesagt, ja, wir gucken jetzt einfach mal, wann es passiert und ob es passiert. Und dann ist es dann doch schneller gegangen als gedacht. Jedoch hielt die Liebe zu Jelis nicht ewig und sie trennten sich. Daraufhin gab es öffentlich Vorwürfe. Hier kein Geld, hier eine Blockierung, hier ist er irrelevant ohne sie. Und hier hat er alle Bilder des Kindes gelöscht und sie ist schockiert darüber. Oh, und hier... Chat, jetzt Real Talk. Wisst ihr, wer die ärmste Sau an der ganzen Geschichte ist? Ehrlich, das Kind. Und ich kann euch aus erster Hand berichten, dass meine Kindheit gut war, Gott sei Dank, kann ich sagen. Aber ich habe halt auch nie Mutter und Vater gehabt. Ja? Mein Vater war damals nicht da. Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber für ein Kind ist es Horror, dass die Eltern so auseinandergehen und dann auch auf so eine kindliche Art und Weise. Der eine blockiert den anderen und was soll das? Was soll das? Also dem Kind zuliebe müsste man sich doch wenigstens erwachsen verhalten und ich werde das niemals verstehen, dass Menschen Kinder in die Welt setzen und sich dann irgendwie vor der Verantwortung drücken beziehungsweise sich dann so verhalten, dass das alles ist, aber kein Vorbild. Also. Haben wir eine krasse Nachricht. Kuss geht raus an alle Einzelkinder. Fühlt euch gedrückt, ich bin bei euch. Richtig, jeder wissen muss. Ich habe ja Laura eine Anfrage geschickt von einem Fake-Account, weil ich bin ja von allen blockiert. Aber ich habe natürlich einen Fake-Account und da folge ich den beiden. Da werden ja Kommentare in einer Tour gelöscht. Wie scheiße muss das sein? Stell doch einfach die Kommentarfunktion aus. Oder nimm nicht jeden an, nur damit du mehr Follower hast. Auch wenn Jelis recht hat und vielleicht sich manchmal in der Not sieht, weil sie blockiert wurde, sich so zu äußern, finde ich es dennoch fragwürdig, warum man denn alles der Menschheit davon mit... Ey, Shay zum Bleistift hat 5 Subs an die Community verschenkt. Kuss geht raus, danke dir. Sehr, sehr lieb von dir. Einfach direkt 5, nachdem du gerade schon 1 gemacht hast. Krass. Ich danke dir. Kuss geht raus. Teilen soll. Ich verstehe schon, dass sie auf eine Art und Weise entlarven wollte, dass er eben nicht so lieb und nett ist, wie er scheint und sich nicht um die Tochter kümmert. Ob es aber notwendig ist, dass die ganze Welt alle unnötigen Details erfährt, das ist nochmal eine andere Frage. Wobei Jimmy hier natürlich nicht besser ist, denn er hat bereits vor 2 Jahren gesagt, dass die Schwangerschaft zu der Zeit nicht in sein Leben gepasst hätte aufgrund von privaten Problemen. Aber okay, weiter mit dem Drama und vor allem mit der Sache, warum er aktuell so stark kritisiert wird. Denn bereits seit geraumer Zeit gibt es einige Probleme. Ist fürs Kind, also stell mal vor, das Kind ist irgendwann in einem Alter, wo es auch mit Social Media umgehen kann und dann geht das Kind auf den Insta-Kanal des Vaters und sieht dann so, der Vater hat irgendwann gepostet, Kacke, die Schwangerschaft kam irgendwie zum falschen Zeitpunkt und wir hatten gar keinen Bock auf das Kind. Wie muss sich das Kind dann fühlen? Erstmal wunderschönes Hallöchen in die Runde. Ja, es ist schön, dass du im Chat auch dabei bist. Dankeschön. Probleme und zwar soll sich Jimmy Blue nicht um seine Tochter Snow kümmern. Beziehungsweise sich nicht aktiv darum bemühen, seine Tochter zu sehen. In diesem besagten Reaction-Video auf die erste Folge sagt er auch noch, dass er sich als unfreiwilliger Erzeuger sieht. Ich möchte jetzt einmal was zu diesem Thema sagen, auch zum Thema Vaterschaft, wie auch immer. Offiziell. Es gibt einen Unterschied zwischen Vater sein, ein freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, unfreiwilliger Erzeuger. Und damit oh mein Gott, das hat er nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt.
Oh, also viel härter kann man sein eigenes Kind auch nicht abstoßen, Chat. Boah, oh, stell dir vor, das Kind sieht das irgendwann. Oh mein Gott, Alter, wie kann man... Also wenn du das wirklich denkst, dann halt doch einfach deine Schnauze. Ehrlich. Übersetzt, er das Wunschkind eigentlich nicht haben wollte. Nicht nur das, er bemängelt auch, dass das Kind instrumentalisiert wird oder wie auch immer das heißt. Ich finde es auch überhaupt... Oh, ich komme gerade nicht auf die Aussage. Es ist ja wirklich... Es gibt unterschiedliche Arten von Väter. Väter, die das aus vollstem Herzen machen oder Erzeuger, die unfreiwillig Vater geworden sind. Und dann sagt er, dass er sich als Erzeuger sieht. Ey, wie bodenlos ist das denn? Halt doch einfach die Klappe, ehrlich. Nicht gut, dass ein Kind in dem jungen Alter vor die Kamera gezogen wird. Das wird ja jetzt instrumentalisiert, oder wie es heißt. Und das Kind... Ja, Corinna, genau. Und abgesehen davon, wenn du kein Kind willst, dann verhüte halt. Ja, da fängt es halt schon an. Du hast recht. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber im Prinzip, die Schuld kann er sich doch selbst geben. Ganz im Ernst. Kind in die Öffentlichkeit gezogen wird und er das nicht gut findet, weil das Kind auch unter anderem sehr, sehr viele Dinge dann im Nachhinein nachlesen kann und das ist nicht gut fürs Kind. Überall sind Berichte darüber, das wird es irgendwann mal lesen, das Kind. Zwar hat er bei diesem Punkt recht, der Punkt ist, wenn es ihn ja so stört, dass das Kind angeblich in die Öffentlichkeit gezogen wird und instrumentalisiert wird, das ist nämlich das richtige Wort. Wird er jetzt instrumentalisiert oder wie es heißt? Dann hat er ja die Möglichkeit, mit der Mutter des Kindes zu reden. Denn er ist ja der Vater des Kindes. Unfreiwilliger Erzeuger. Und dass das Kind natürlich in Zukunft lesen kann, was denn alles passiert ist, ist natürlich super nobel. Ein geplantes Kind ist doch niemals unfreiwillig. Das stimmt, aber er hat sich ja auch widersprochen. Er hat ja in dem einen Interview gesagt, es war geplant und die schauen mal, was passiert. Und wenn es früher passiert, dann passiert es früher. So ungefähr war der Tenor. Und dann hat Sascha nachrecherchiert und ja gerade festgestellt, dass er während der Schwangerschaft irgendwie schon gepostet hat, dass das zum ungünstigen Zeitpunkt kam oder whatever. Also er widerspricht sich und von daher ist es eh lost. Dass man das kritisiert und sagt, ey, ich will das nicht. Ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass ein Kind in dem jungen Alter vor die Kamera gezogen wird. Aber dann in der Öffentlichkeit zu sagen, dass man unfreiwilliger Erzeuger ist, das ist natürlich komplett in Ordnung zu lesen. Ja, man muss sagen, dass er diesen Teil im Nachhinein rausgeschnitten hat. Es gibt aber natürlich Reaktionen darauf und super, super viele Schlagzeilen. Vor allem gibt es eine Reaktion seitens der Mutter. Jedes. Also sei es dir gegönnt. Und deswegen mache ich jetzt auch diese Story hier nochmal. Ich mache alle extra auf dein Video aufmerksam, was du gepostet hast. Damit sich jeder deinen Scheiß mal anhört und sieht, wie verblödet du eigentlich bist. Sie widerspricht ihm. Das ist aber auch nicht schön, ne, Chat? Also Beleidigung geht eh niemals fit, egal was passiert, da bleibe ich auch bei. Aber dass die Mutter jetzt so zurückschießt und den Vater da beleidigt, das arme Kind. Also ich denke nur ans Kind, was die untereinander machen, ist mir kackegal. Aber das Kind, das betrifft mich schon, muss ich sagen. Und sagt, dass es das Wunschkind von beiden war. Also wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren, indem man sagt, er wollte das nicht. Es hat 4 Monate gedauert. 4 Monate haben wir daran gearbeitet, dass ich schwanger werde. Das wissen seine Freunde, das wissen alle. Bis vor... ein paar Monaten haben wir halt auch gesagt, ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ihre Wut ist nachvollziehbar, besonders unter der Prämisse, dass man ein Kind hat und das Ganze aus dem Internet erfahren muss. Ob nun blockiert oder nicht, das Ganze im Internet zu klären, finde ich doch relativ seltsam, von beiden Seiten aus. Zumal es die eigentliche Situation, nämlich die Situation der Tochter, nicht besser macht. Das Argument seinerseits, dass er unfreiwilliger Erzeuger ist, erinnert mich ein wenig an das Boris Becker-Debakel damals. Bestimmt kennen ihn einige von euch, großer Tennisstar, unter anderem auch großer Schuldenstar. Und dieser hatte Oralverkehr mit einem Model und den Inhalt von ihm soll sie dann genutzt haben, um damit eine Tochter zu zeugen, was ja auch geglückt ist. Diese kennt ihr vielleicht von Let's Dance oder das Supertalent. Vielleicht kennt ihr sie aber auch ganz simpel unter dem Namen Samenklau in der Wäschekammer. Was nicht schön ist, aber... Boah, ist das bodenlos, ey. Dieser Titel auch, um Gottes Willen. Trisha, moin, willkommen zum ersten Mal im Chat dabei. Moin, moin. Aber sich eingebrannt hat. Tipps von Experten dazu? Einfach den Reißverschluss zulassen. Denn worüber sich Jimmy hier so beschwert, dass das Kind instrumentalisiert wird und in der Öffentlichkeit ist und dass es später alles nachlesen kann, das trifft aktuell schon zu. Die Leute bemitleiden das Kind von Anfang an. Sie fragen sich, wo ist der Vater? Sie fragen, warum ist der Papa nicht da? Denn sie haben ja eine super große Einsicht, auch von jedes Seite aus. Und jetzt auch durch die Sendung. Und sie fragen sogar unter den Instagram-Posts von Jelis. Und nun weiß die gesamte Bevölkerung, oder zumindest jeder, der es wissen möchte, dass Jimmy Blue Ochsenknecht ein unfreiwilliger Erzeuger ist, der das ja eigentlich gar nicht wollte. Aber ist die öffentliche Schlammschlacht der richtige Umgang damit? Ich habe so ein wenig mein Problem mit der ganzen Aufmache. Es geht mir gar... Ja, das beantwortet sich ja von alleine. Also meiner Meinung nach ist das definitiv nicht die richtige Variante. Gerade schon aus Respekt vorm Kind, ja.
Das Kind wird das früher oder später eh erfahren. Das ist, wenn das jetzt einmal im Internet ist, dann kriegst du es da nie wieder raus. Gar nicht darum, irgendwie Jimmy Blue Ochsenknecht zu verteidigen oder irgendeine andere Seite. Nee. Ich finde das wirklich peinlich, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen. Wenn du dich selbst als unfreiwilliger Erzeuger siehst, dann behalt das für dich. Aber das geht die Öffentlichkeit nichts an und schon gar nicht deine Tochter, die das später im Internet nachlesen darf. Was mein Problem ist, ist, dass laut dieser Webseite sie ja immer noch in einem Management sind. Also Stand 2021, aber ich finde jetzt auch nicht unbedingt ein anderes Management. Sie sind nach wie vor auch eine Familie. Und interne Familiendramen sind normal. Falls ihr denkt, eine Familie muss immer happy sein und beim Frühstück lächeln sich alle immer an und sind super, super happy. Hä? Chat? Wie? Das ist nicht so. Chat? Hä? Ich dachte, das wäre so. Um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht. Sascha hat recht. Es ist natürlich nicht überall nur Happy Living. Aber es ist schon ein Unterschied, ob es Familienstreitigkeiten gibt oder ob du da eine öffentliche Schlammschlacht draus machst. Macht euch keine Sorgen. Differenzen und Streitereien innerhalb der Familie sind das Normalste der Welt. Hier haben wir aber Erzählungen nach Extremfälle. Er hätte zu spät bei der Geburt gratuliert, entfernt sich dann und seine neue Partnerin wird nicht aufgenommen und soll ihm Sachen einreden. Er schießt ja auch irgendwie die ganze Zeit plötzlich auch gegen Nino, ist Nino entfolgt, ist uns allen entfolgt. Das Problem ist aber, dass es nicht nur interne Familie... Was ist denn mit der Mutter auch los? Warum labert die denn da auch sämtliche private Informationen? Was soll denn das? Katja zum ersten Mal dabei und auch abonniert. Dankeschön, schön, dass du dabei bist. Kuss geht raus. Moin, moin. Familiendramen sind, über die man sich eben aufregen kann, sondern über diese internen Familiendramen urteilt die ganze Öffentlichkeit ausstehende Personen, die nichts damit zu tun haben. Wenn man es natürlich als Aufhänger nutzt und in der ersten Staffel erklärt, okay, das und das ist vorgefallen, dann ist es natürlich das Recht der Öffentlichkeit, darüber zu urteilen, darüber zu sprechen und das Ganze zu kommentieren. Ich meine, die Sendung lädt ja praktisch dazu ein, dass man es macht. Andere sagen gleichzeitig, dass es aber privat bleiben sollte und privat ausdiskutiert werden sollte, statt das in einem Reality-Format zu vermarkten und folgen dazu noch Reaction-Videos. Aber jetzt ist natürlich der Zwiespalt da, denn Reality-Formate leben von Drama. Alle Reality-TV-Formate von RTL und Co. bestehen aus Drama. Denn Leute gucken sich ungerne Sachen an, die langweilig sind. Denn warum auch? Da kann man sich auch selber im Spiegel betrachten. Ist genau dasselbe. Wenn nicht. Hat Sascha jetzt gesagt, es ist langweilig, wenn wir uns im Spiegel betrachten? Was war das denn für ein Hidden Front? Alter, Sascha. Nichts passiert, guckt man es sich auch nicht an. Deswegen muss man auch irgendwie ein Drama schaffen. Beispielsweise in der ersten Staffel wurde ein Steuerfahnder geschickt, angeblich wegen Steuerschulden von Jimmy Blue Ochsenknecht. Steuerfahndung Graz, wir suchen Herrn Jimmy Blue Ochsenknecht. Das Ganze wurde ebenfalls als Aufhänger genutzt, kam aber raus, dass es eigentlich ein Prank ist. In einer anderen Staffel musste angeblich ein Krankenmann gerufen werden, weil sich Jimmy Blue Ochsenknecht verletzt haben soll. Schälte sich raus, ist auch ein Prank. Ist das schlecht? Ist das schlecht, Alter? Boah, das sind einfach die Leon Machers von Sky, ja. Ne? Jimmy, was machst du? Ey, safe, Sascha und ich so. Ich wusste, dass was kommt. Ich hab mich verarscht. Und da ist das aktuelle Familiendrama, dass sich eben der Sohn entfernt hat und dann noch das und das passiert ist, das ist das perfekte Thema. Und dass es gut ankommt bzw. interessant ist, sieht man auch anhand der Aufrufe. Über 200.000 Aufrufe für die erste Folge. Und Jimmy Blue Ochsenknecht ist selbst verantwortlich für sein Auftreten, für sein Kind und für das, was er öffentlich sagt. Deshalb verteidige ich ihn, wie gesagt, auch nicht. Aber ich glaube, dass es aktuell das Beste ist, was der Serie hätte passieren können. Dass er sich da hinsetzt und das Ganze kommentiert. An sich ist es schon super spannend zu erzählen, okay, warum hat sich denn ein... Ey, ich verstehe das jetzt auch nicht so genau. Also, pass auf. Jimmy Blue ist in einer Reality-TV-Sendung mit der Familie. Plaudert da schon über total intime Details, wie ich finde. Und dann macht er nochmal eine Reaction auf diese Dokumentation oder auf diese Reality-Serie und gibt dann noch mehr Preis? Verstehe ich das richtig, Chat? Oder? Ist doch so, oder? Meine ich das jetzt nur? Das verstehe ich jetzt vom Grundsatz schon nicht, aber okay. Gucken die Reactions eigentlich irgendwer? Ich gucke gleich mal rein. Ein Mitglied entfernt aus der Familie und dann auch noch eine schlecht aufgebaute Reaction in einer Toaster-Qualität. Zusammen. Das waren gefühlt 1000 Schlagzeilen. Im Nachhinein entschuldigte sich Jimmy Blue Ochsenknecht für den Vorfall. Er spricht hier von einer falschen Plattform, dass natürlich das Wohl des Kindes im Vordergrund steht. Nicht seines Kindes, nicht unseres Kindes, sondern des Kindes. Haarspaltereien, die für mich persönlich
Bände sprechen. Es geht ihm eigentlich um die... Ach so, stimmt. Bei der aktuellen Staffel ist er nicht dabei und deshalb reactet er. Ah, ja, ja, okay, okay. Jetzt verstehe ich. Ja, ja, okay, alles klar. Unwahrheiten und die Aussagen seiner Familie, die über ihn erzählen. Er macht aber nur bedingt etwas besser, finde ich. Geht werden. Aber eigentlich, wenn man sich die Aussagen mal anschaut, dann sind diese gar nicht so negativ. Sondern Natascha sagt beispielsweise, er ist mein Sohn, ich stehe natürlich hinter ihm, aber ich möchte auch meine Enkelin sehen. Ja, es ist mein Sohn, ich bin immer für den da, werde ich auch immer. Aber es geht um ein Kind. Und das finde ich total nachvollziehbar. Klar, die Aussagen der Schwester sind nochmal ein Tick härter, aber damit wird er leben müssen. Trotz dessen hinterlässt das bei mir einen komischen Nachgeschmack. Natürlich ist es wichtig aufzuklären, warum der Kontakt abgebrochen ist. Aber, wie bereits erwähnt, Reality-Formate leben von Dramen. Was er natürlich selbst verursacht hat, ne, können wir nicht leugnen. Aber ob ein Familienkonflikt öffentlich auf diese Art und Weise ausgetragen werden muss, und zwar von beiden Seiten, ist doch ziemlich fragwürdig und stellt vor allem die Familie... Oha, Corinna, danke für den krassen Support, danke dir. ...hier vor die Herausforderung, wie sich denn diese vertragen sollen, wenn diese Art von Clips im Internet immer existieren und immer nachgeschaut werden können. Das erinnert mich unter anderem auch an den Fall von Ania vom Dschungelcamp. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die hat im Dschungelcamp über ihre Mutter extrem abgelästert. Ich habe mich so geschämt, mit ihr rauszugehen. Ich bin, ja, ja, ich habe mich sehr geschämt, mit ihr. Also dieser Ausschnitt von dieser Ania, also ich weiß, viele von euch haben Dschungelcamp nicht geguckt und das ist auch nicht schlimm, es wäre mir auch besser bekommen, hätte ich es nicht geguckt. Aber in diesem Ausschnitt hat Ania darüber gesprochen, dass ihre Mutter ja auch unter anderem total buckligen Rücken hat und dass sie total hässlich aussieht. Und ganz im Ernst, als ich diese Sendung gesehen habe und gehört habe, dass Ania über ihre Mutter sagt, sie ist hässlich, boah, das hat mir irgendwie wehgetan für die Mutter. Weil egal, was zwischen den beiden ist, wenn das Verhältnis vielleicht auch nicht das Beste sein sollte oder keine Ahnung, was da vorgefallen ist, interessiert mich auch nicht. Aber über deine eigene Mutter zu sagen, sie ist hässlich, boah, weiß ich nicht. Ich habe mich sehr geschämt, bin ich. Du kannst ja ein schlechtes Verhältnis mit deiner Mutter haben, aus diversen Gründen, aber ob man im Dschungelcamp sagen muss, dass man seine Mutter hässlich findet, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und die Situation wirkte auch allgemein eher künstlich hervorgerufen. Und das ging so weit, dass die Mutter sich sogar öffentlich dazu geäußert hat. Das sind Dinge, die alles vermeidbar gewesen wären. Niemanden hat es anzugehen, ob du deine Mutter hässlich findest oder nicht. Niemanden hat es anzugehen, ob du eigentlich gar nicht Papa werden wolltest oder nicht. Niemanden. Was sind das aber auch für Menschen, Chat? Oh, ehrlich. Ich finde das so widerlich. Niemanden außer dich selbst. Punkt. Und ich bin einfach hin und her gerissen. Denn ich finde, Jimmy Blue Ochsenknecht hat hier ordentlich über die Stränge gehauen. Und solche Aussagen zu treffen, während man noch vorher Bilder mit seiner Tochter gepostet hat und noch ganz andere Aussagen getroffen hat, deswegen muss er auch diese Kritik ertragen. Ich meine, die Kritik von seiner Mutter und von seiner Oma war noch wirklich sehr, sehr milde. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ob dieser Schlagabtausch denn unbedingt notwendig ist. Oder ob man sich nicht vielleicht wie eine Familie an einem Sonntagmittag auf Kaffee und Kuchen trifft und sagt, ey Leute, lass das doch mal bitte klären. Und ich habe auch schon versucht, mich an den Tisch hinzusetzen, mit ihnen zu quatschen, aber funktioniert dann einen Tag und am nächsten Tag sind sie dann auch wieder gleich. Aber das kommt dann vielleicht in Staffel 4. Was ist denn eure Meinung zu einem wilden Kerl? Und wie oft habt ihr eigentlich schon gegen eure Familie auf Instagram geschossen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz schnell nächste Woche wieder beim neuen Video mit eurem Girl Sascha. Ja, Sascha, sehr gutes Video, hat mir sehr gefallen, gut zusammengefasst, du hast dir das Like auf jeden Fall verdient. Ja, also ich habe noch nie gegen meine Familie auf Social Media geschossen, das wird auch nicht vorkommen, weil ich habe ein bisschen Anstand und Moral und werde meine privaten Familienstreitigkeiten definitiv nicht online klären. Falls ihr meine Reaction bis hierhin geguckt habt, dann schreibt doch gerne mal als Algorithmus-Kommentar armes Kind rein. Schreibt als Algorithmus-Kommentar armes Kind und damit würde ich sagen, lasst auch gerne ein Like auf meine Reaction. Wir sehen uns in der nächsten Reaction. Tschüss!